Hallo und herzlich willkommen hier am Start bei den Webbys mit mir, dem Chris. Und Grüße gehen natürlich von Franco seiner Seite raus an euch. Wir haben natürlich erstens mal im Livestream recht gut performt mit den Packs. Saubere Promo-Packs, die EA released hat nach dem Server-Down. Und wir haben zuvor natürlich auch noch einige Promo-Packs gezogen. Und was da draus gekommen ist, ihr werdet überrascht sein. Und es war sehr, sehr gut. Let's go, Abfahrt und genießt die Packs. Wir haben hier 10 Premium-Goldspieler-Sets und vor allen Dingen 8 Prime-Goldspieler-Sets. Ja, ich will es nicht sagen, aber nach der ersten Viertelmillion, Freunde, die wir in Points reingesteckt haben, muss die Ikone jetzt kommen. Ich will euch nicht unter Druck setzen oder wir nehmen hier den hier. Ich habe ihn sogar vorbereitet, ja. Muss nicht hier rausgeschnitten werden, ja. CR7 Unterhose incoming, also Hashtag Werbung geht raus. Sehr bequem für den Lörres, ja. Aber den wollen wir nicht ziehen. Wir fangen mit den Premium Goldspieler Packs an und drücken uns mal selbst ein wenig die Eiche. Okay. Boah. Ey, er hatte vor 2 oder 3 Jahren so eine krasse Totzkarte, Freunde. Anders, der Junge. Anders, meine Junge. So, wir starten gleich mit dem zweiten durch. Let's go, FIFA! Bis jetzt wollen sie auch noch nicht so wirklich ins Stadion. Ey, Käsen. Ja, läuft bei dem Boy. Let's go! Okay, kein Walkout, aber es wird ein Inform. Es ist der Mann aus Ajax. Okay, Kudus. Wie gesagt, eigentlich gar nicht mal so schlechte Werte, der Boy. Wäre so eine gute Ergänzung wie Promise. Dann hast du zwei mega schnelle dahinter den Spitzen. Dribbling-Werte ist ja auch nicht schlecht. Also die Physis vor allen Dingen. Da steckt man bekanntlicherweise nicht drin. Wir hoffen auf das nächste zumindest. Romero, der verfolgt uns übrigens auch, da gehen mal Grüße raus an den Franco, der verfolgt uns ganz, ganz hart, der Boy. Ja, aber Verein ist wieder leer, weil wir haben wieder einige Upgrade-Packs gemacht und da werden wir natürlich in dem Stream natürlich wieder ordentlich durchpullen. Ah, bis wir hier mal wieder 50, 60 Stück, 70, 80, 90, 100 am Start haben, da kennen wir überhaupt nichts. Neto, die alte Maschine. So. Und jetzt hoffen wir wirklich mal das Beste. Come on, let's go. Ihr wisst, was ich meine. Shiniak, my friend. So, und dann ziehen wir gleich weiter durch. Wir sind gerade bei der Halbzeit angekommen. Jetzt sind noch 4 von den Packs übrig. Einer zieht zumindest durch. Godin. Na, Jimenez. Ich hätte nur davor von der Länderfarbe gemacht. Okay, wir sind zumindest schon mal im Stadion in der 84. Die letzten 3, meine Freunde. Und wie gesagt, ihr wisst es, ein Pack kann alles verändern. Oh, Libertadore. Oh nein! Es sind die Karten. Wir haben Trippier mit satten 73, der Boy. Boah. So im Nachgang. Jetzt ist auch Thiago noch da. Ich denke, Kater kann sich da ganz, ganz schwierig durchsetzen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, zurück zu den Packs. Ah, okay. Wir ziehen die holländische Liga durch. Aber die müssen es rocken, my friends. Die müssen es rocken. Ansonsten, ja. Also, es für nur Spielerpacks. Okay, wie gesagt, ey, der hat eine Spezialkarte, Digga. Habt ihr nicht eine Spezialkarte? Oder kommt David? Das Lost sein Vater. In der Tat. Let's fucking go! Jawohl, wir haben einen Walkout, my friends. Wir haben England, wir haben einen ZDM, wir haben Henderson. Wie kann man dem Boy überhaupt einen Walkout geben? Jungs, in den steckt noch Potenzial, da ist mehr wie Henderson drinnen. Da muss mehr wie Henderson drin sein. Und wir wollen auch gleich nochmal einen haben. Ah, in Form. Kundus. Ah, doch nicht Kundus. Der Glanzmann aus der Yeboah. Anthony Kappa. Yeboah. Wer kennt ihn noch damals? Hm? Urgestein. Frankfurt. Boah. Ja, aber der muss auch gezogen werden. Muss man immer so sehen. 10.000 Münzen manchmal besser wie die Sony Packs.
Der muss auch gezogen werden, der Boy. Aber für die ersten zwei ist okay. Walkout, in Form. Liebe der Tore. Na, es wird. Frankreich, rechter Flügel. Taouin. Ich hätte mal gedacht, die Liebe der Tore sind nur auch so blau. Also sehr verwirrend. Jawohl. 5 ist eigentlich immer in den Upgrade-Packs auch genau das Pack gewesen, ne? Bis auf heute. Shaqiri 81. Bruder. Okay. Halbzeit. Er zieht zumindest durch England. Rechter Verteidiger, come on, Walker. Haben die Sacker, aber okay. Aber Walker wäre es gewesen. Mann hier. Dann ist der Wannabe-Sacker. Okay. Let's go. Lass das Licht aus, dann müssen wir hier mit so einer Steinschleuder da sitzen und zack, hier die Lichter ausballern. Ah, würde ich fühlen. Okay, 2 übrig. Wie ist das? 1. Ja, zieh durch, Dänemark. Torwart schmeicheln. Hey, Casper! So, und ihr wisst es. Was jetzt kommt? Oh. Fail! Let's go! Ja, Timo Werner nehme ich auch. Der geht nicht mehr, ist in Form. Belastender Abschluss hier mit Marco. The Pace Machine Alonso. Aber naja, müssen wir mal schauen. Ah, lieber der Tore, der ging ja in Franco. Oh nein, das ist ein CTM Brasilien. Freddy! Oder? Jawohl, Mr. Fred, nice, der ist wenigstens ein paar Münzen wert, Hasenfurt, servus, grüß dich, bist gerade richtig reingekommen zu den Promo-Packs, mein Lieber. So, dann weiter im Geschehen, das war so mal so ein kleiner Anwärmer für das ganze Thema, ein kleiner Warm-up Freddy, vor allem haben wir noch einiges vor uns, Spanien, ZM, Saul oder Koke, 85er Koke. Ja, können wir vielleicht für die Ignaki William das PC benaufen danach. Ja, Digi, das Problem ist die Kombination am Anfang, weißt schon, so kurz zur Konzentrationssteigerung, ein bisschen Zielwasser, ist ja gar nicht so schlecht. Aber zu viel Zielwasser ist dann eher Walkout, Freunde. Let's go! Let's go! Spanien, Innenverteidiger, Piqué. Ja, okay, 86er PK. Vielleicht hat er noch einen dabei. Ja, den Tag geben wir den Hinweis für Walkout. 57 Pace. Meine Fresse, ich glaube schon gar nicht mehr dran, Freunde. Ehrlich, ich glaube wirklich nicht mehr dran. Ich denke, EA. Oh, Walkout, let's go. Come on! Italien! Stürmer! Immobile! Immobile! Moin Meister, Zerfetzer, grüß dich. Also, mal in den Chat, Freunde, seid ihr der Meinung, dass hier noch einer am Start dahinter ist oder nicht? Hey, Freddy ist nochmal mit dabei. Hey, also ich will es nicht sagen, aber ist okay. Es ist okay. Seltene Spielerpack. Ah, da hat einer gemogelt hier. 12 von 12. Also, Jungs. Da muss es vielleicht schon mal hier was am Start sein. Ah, die SBCs, die habe ich durchgepusht, my friends. Walkout, let's go, come on, come on! Spanien, rechter Verteidiger, Dreck, Kamachal. Fuck! Aber okay! 10, 11, 12, 13. Und dann haben wir die 3 für den Zerfetzler. Jetzt sagst du Mukele, boah, ich bin mir nicht sicher. Oh, jetzt sieht durch BVB, ZOM. Jawohl, Freunde, ich hab's nicht gemerkt, aber Reus ist ein nicer Pick. Da geht mal die Düse raus an das erste Pack, Mann. Ja. Giovanni, läuft bei dir, Bruder. Machen wir die 13, alles klar. Wir machen die 13. Jungs, ich erfülle euch alle Wünsche, die ich umsetzen kann mit den Packs. Aber ich zieh zumindest durch. Bei Chimines wahrscheinlich. Nein, wir haben Godin. Ja, 85er Godin. Er ist zumindest mal Rating, Freunde. Ja. Und er hat ein nettes Lächeln. Mr. Godin. Komm, Vorbesteller-Pack.
Nein, hey, das sind die Regeln, Freunde. Die haben uns bis jetzt nicht enttäuscht, Franco weiß es. Die haben uns bis jetzt nicht enttäuscht. Let's go! Walkout! Sie enttäuschen nicht! Inform, oder? Argentinien, rechter Flügel! Und wir haben... Ocampos! Nice! Wir haben einen Rule Breaker! Die haben uns nicht enttäuscht, my friends! Ja! Endlich mal ein Ding hier und der sieht echt nicht schlecht aus für den Flügel. Der sieht nicht schlecht aus. Hey, also da muss ich sagen, Nintendo, hey, Super Soccer war mein erstes und Super Soccer Deluxe war mein zweites Fußballgame. Du, ja, Super Soccer Deluxe war Liebe. War absolute Liebe. Ja? Nintendo. Super Nintendo, sorry, Bras. Sorry, Bras, Super Nintendo. Oh, Walkout, let's go! Welcome to the crew! Ja! Das ist etwas, my friends! Endlich mal einer, der wohl ein bisschen in die richtige Richtung geht. Nice! GG! Wir schauen uns gleich die SBCs an. Wie gesagt, wir haben ja einiges an Spielermaterial hier am Start. Oh, yeah, let's go! Come on, Walkout! Come on! Frankreich! Innenverteidiger! Varane! Ja, Mann! Let's go! Das ist etwas! GG! Sehr geil! Endlich hast du es nochmal rausgerissen, my friends! Let's go! Ja, hätte natürlich einen Stürmer mit Mbappé aus sein können, aber wollen wir mal nicht undankbar sein. Nice!